alles fing mit diesen blöden Ratten an. Unsere ganze Schule war voll mit diesen Ratten. Aus den Toiletten kamen die und die waren in unseren Klassenräumen. Ja? Wir hatten, der ganze Raum war voller Ratten. Und es war voll schlimm, ne? Ja. Und wir haben mit einem Unterricht kamen die aus jeder Ecke raus. Und dann konnten wir keinen Unterricht machen. Da kamen viele Ratten in unsere Schule und haben uns sozusagen überfallen. Ja. Die kamen halt von allen Schränken und sowas und wir wussten gar nicht, von wo die kommen. Und es fing alles an vor ein paar Tagen. Da kamen aus allen Ecken Ratten. Wir hatten auch die Ratten halt Angst. Wir waren in der Klasse am Dienstag und überall kamen Ratten von allen Ecken, von Toiletten und haben uns überfallen. Deswegen brauchten wir so eine Lösung und ja, haben so eine Rattenfängerin angerufen, also unsere Schule. Und dann gab es so halt so einen Deal, wenn sie was macht, geben wir das Geld. Aber wir haben es nicht gemacht. Das Geld war aber leider viel zu hoch, die Summe war zu hoch und wir konnten es nicht bezahlen. Und dann hat sie uns irgendwie Rache vorgeschrieben, sie würde irgendwie nochmal kommen und dann am Freitag. Also ja, also vor einer Woche hat es halt angefangen. Es waren halt ganz viele Ratten in der Schule und sie haben unsere Pausenbrote und alles aufgefressen und die haben die Lehrer angefallen und auch uns, sind halt überall in der Schule rumgelaufen und haben halt so alles kaputt gemacht und dann haben wir eine Rattenfängerin engagiert, die dann die Ratten entfernt hat, nur unsere Schule konnte das nicht bezahlen, weil sie halt kein Geld hat und sie hat uns geschworen, dass es noch Rache gibt. Und an einem Tag, als wir gerade Lernzeit hatten, ist sie reingekommen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann Ihnen nur sagen, was mir noch im Kopf geblieben ist. Zum Beispiel, wie, dass ich mit meinem Deutschbuch arbeite in der Klasse und dann eine Person in unser Klassenzimmer reingekommen ist. Alle waren unter Schock, alle haben sich erschrocken und von da aus konnte ich mich nicht mehr erinnern. Retten können.
auf einmal konnten wir uns nicht an nichts mehr erinnern und wir wachten in einem komischen Raum auf und... Ja, das war so ein kleines Häuschen und wir wachten einfach plötzlich auf und dachten so, wo sind wir? Aber dann kam mir zum Glück die Idee, dass ich mein Handy dabei hatte und das hatte die Rattenfängerin nicht gemerkt und sie war auch nicht in dem Raum mit uns und deswegen habe ich die Polizei alarmiert und wir wurden gerettet. Verletzungen, also ein paar. Ja, ich bin immer noch unter Schock. Die Frau hat uns bezaubert. Die Frau war Asi und technisch. Nur, mir fehlen die Worte. Ich kann es immer noch nicht glauben. Alle schrien, Hilfe, Hilfe, wir klopfen ans Fenster. Sie guckte heraus und streckte die Zunge. Später gab es da halt so ein kleines Mädchen in unserer Klasse, die so voll süß und so. Ja, und jetzt so knuffig. Der hat dann so, so Polizei angerufen mit der... Wie so weit das denn? Also, ja, dann hat diese Polizei angerufen und danach kam Polizei so zu uns und hat uns so mitgenommen so. Und da sind wir jetzt hier und jetzt sind wir so fassungslos, weil das so passiert ist, ne? Ja. Hast du noch was erzählt? Nein. Okay. Und... Ich wünsche allen aus meiner Klasse noch viel Glück im Leben, weil manche müssen schon in die Psychiatrie und sonst was. Wir wissen einfach nicht, wie es weitergehen soll. Es hat alles psychische. Und wir werden diese Frau auch anzeigen, wenn Spuren hinterlassen. Die Gelegenheit kommt. Ja. Ich hoffe, es wird bald wieder besser und sie kommt weg.